Das Unternehmen Zasso hat vor einiger Zeit mit ElektroHerb ein System zur elektrischen Unkrautbekämpfung entwickelt. Dieses System wird unter dem Namen X-Power von AgXtend, der Experimentierdivision der CNH-Gruppe, weiter erforscht und vermarktet. In einer ersten Variante wurde X-Power als rund 3 Meter breites Gerät für den Einsatz auf großen Flächen gebaut. Nun gibt es auch eine kleinere Variante mit seitlichen Auslegern, speziell für die Bedürfnisse von Obst- und Weinkulturen. Dieses als XPS bezeichnete Gerät ist derzeit in 5 Ausführungen in Deutschland, Frankreich und Spanien zu Testzwecken unterwegs. Im Rahmen einer Tagung macht ein Gerät einen kurzen Abstecher in die Schweiz. Die 1,2 Tonnen schwere, im Heck angebaute Maschine umfasst einen Generator, angetrieben von der 540er Zapfwelle, mit 6 Leistungseinheiten, die bis zu 24 kW Strom abgeben können. Weiter ist ein Transformer integriert, der 220 Volt Wechselstrom in über 7000 Volt Gleichstrom umwandelt. Ein hydraulischer Hexagon-Verschieberahmen von Clemens trägt links und rechts je 2 Elektroden, wovon eine beweglich und eine starr. Der an 2 Punkten gelagerte und patentierte Ausleger sorgt dafür, dass die bewegliche Elektrode stets in gerader Position bleibt und man so auch dicht an den Stamm herankommen kann. Die Maschine ist aus Sicherheitsgründen mit einer Erdung versehen. Der Strom fließt nun von den positiven Elektroden durch die oberirdischen Pflanzenteile in die Wurzeln, von dort wieder zurück und wird von einer negativen Elektrode unter dem mit einem Fahrwerk ausgestatteten Gerät wieder aufgenommen. Ein unkrautfreier Baumstreifen wird erreicht, indem diese elektrische Energie die Pflanzenzelle zum Platzen bringt und so irreversibel zerstört. Der Wirkungsgrad soll bei Kräutern gegen 90%, bei Gräsern 60% betragen. Diese Wirkung ist abhängig vom Pflanzenbewuchs und von der Bahrgeschwindigkeit, hier mit 2 bis 3 km/h. Die Wirkung soll bis 20 cm tief in den Boden reichen. Je komplexer das Wurzelsystem ist, desto mehr Leistung wird benötigt, weshalb es den XPS auch mit einer Powerboost-Option gibt. Bodenlebewesen sollen nicht stärker oder gar weniger beeinträchtigt werden, als dies bei einer mechanischen Bekämpfung der Fall ist. Derzeit arbeitet man weiter an der Optimierung der Maschine, die Ende 2020 Marktreife erreichen soll. In der Schweiz beschäftigt sich das Precision Center von Bucher Landtechnik mit dieser Thematik.